Bei Hitze ist ein See oder das Meer verlockend, aber nicht jedes Gewässer eignet sich für eine Abkühlung. Viele scheinbar schöne Badestellen sind in Wirklichkeit sehr gefährlich. Davon stelle ich euch heute 5 Stück vor. Hier sind die 5 gefährlichsten Gewässer der Welt. Nummer 5. Karatschai-See. Auf den ersten Blick sieht der Karatschai-See aus wie ein ganz normales Gewässer in Russland. Und der außergewöhnliche Blauton verlockt sogar noch, dort schwimmen zu wollen. Aber nur 5 Minuten in seiner Nähe reichen aus, um eine lebensbedrohliche radioaktive Strahlung abzubekommen. Die Region, in welcher der 130.000 Quadratmeter große See liegt, ist von einer doppelten Nuklearkatastrophe betroffen. Sie gilt als der drittschwerste GAU in der Geschichte nach Tschernobyl und Fukushima. 1957 explodierte ein Stahltank mit 80 Tonnen hochradioaktiver Flüssigkeit. Augenzeugen berichten, der Himmel habe sogar blau geleuchtet. So eine Wucht hatte die Explosion. Nummer 4, Kivu-See. Strahlend blauer Himmel, Palmen und ein glitzernder See. Der Kivu-See hat durchaus touristisches Potenzial, doch das Aussehen kann täuschen. Wenn dieser See zu brodeln beginnt, gibt es kein Zurück mehr. Ein sehr giftiges Gemisch aus Methan und Kohlendioxid, das sich über tausende Jahre in den Tiefen angestaut hat, bahnt sich dann seinen Weg Richtung Oberfläche. Tief unter der Oberfläche sind etwa 250 Milliarden Kubikmeter Kohlendioxid und bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Methan im Wasser gelöst. Und die Konzentration steigt. Ursache für dieses Phänomen sind vulkanische Quellen aus dem Untergrund. Inzwischen haben Wissenschaftler begonnen, das Gas aus dem See zu leiten und Messstationen am Ufer aufzubauen, die die CO2-Konzentration messen. Nun ist in Planung, das Methan zu Strom zu verwandeln und natürlich den See vom Methan zu befreien, sodass sich gleichzeitig die Gefahr für die Menschen am Ufer verringert. Nummer 3. Citarum-Fluss. Mal färbt er sich grün, mal braun, mal schwarz. Dieser Fluss in Indonesien ist über die Jahre von Menschen und der Industrie verseucht worden. Die Konsequenzen dafür haben die dort lebenden Menschen schon längst zu spüren bekommen. Millionen Tonnen von Hausmüll schwimmen dort an der Oberfläche, gemischt mit Chemikalien. Müllsammler machen sich das aber zu Nutzen. Sie leben von dem Abfall aus dem schmutzigsten Fluss der Welt und verkaufen die Flaschen für umgerechnet 1 Euro pro 10 Kilogramm an Händler. Das Plastik wird eingeschmolzen und die Sammler können sich damit jeden Tag ein paar Taler dazu verdienen. Weil manche Menschen keine andere Wahl haben, nutzen sie trotzdem dieses Wasser als ihr Trinkwasser. Die Menschen leiden unter den hygienischen Bedingungen und etliche werden dadurch krank. Nummer 2. Jacob's Well. Schon beim Anblick der Wasserstelle kann einem ganz schön mulmig werden und man wird das Gefühl nicht los, dass das Loch einen für immer verschlingen könnte. Dieser Ansatz ist aber gar nicht mal aus der Luft gegriffen. Schließlich ist der Jacob's Well in Texas auch als Tauchhöhle des Todes bekannt. Man kann dort zwar baden, denn das Wasser ist kristallklar, wäre da nur nicht dieses Loch, das eigentlich gar nicht mal so tief ist, gerade mal knappe 10 Meter, die haben es jedoch in sich. Die Wasserhöhle verläuft weiter durch eine Reihe von unterirdischen Kammern, die fast 30 weitere Meter nach unten führen. Obwohl die Behörde Taucher daran hindern wollte, das Höhlensystem zu erforschen, sind dort leider trotzdem schon beim Tauchen 8 Menschen bei umgekommen. Nummer 1. Natronsee. Es ist ein lebensfeindlicher Ort, an dem sich die meisten Tiere besser nicht aufhalten sollten. Der sogenannte Natronsee in Tansania. Der Grund dafür sind die chemischen Eigenschaften des Sees. Mit einem pH-Wert zwischen 9 und 10,5 ist dieser nämlich sehr algisch. An einigen Stellen des Sees kann es auch sehr heiß werden, verursacht durch einen naheliegenden Vulkan. Die Reflexion des Gewässers verwirrt vermutlich die Vögel, ähnlich wie bei Vögeln, die aufgrund der Himmelsreflexion gegen Fensterscheiben fliegen. Die Vögel stürzen dann in den Natronsee und kommen dabei um. Wissenschaftler sind sich bezüglich dieser Erklärung jedoch nicht einig. Es wird für wahrscheinlicher gehalten, dass die Tiere, die an den Ufer des Sees leben, anders umgekommen sind. Der Natronsee wäscht nach und nach die Salzmineralien aus dem Körper der Tiere und leitet somit eine Metamorphose ein, die die Tiere versteinert und für die Ewigkeit konserviert. Das war's auch schon. Echt unglaublich, was Mutter Natur so zu bieten hat und wie gefährlich sie gleichzeitig sein kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches dieser Gewässer ihr am krassesten fandet
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Über eine positive Bewertung für dieses Video würde ich mich natürlich auch freuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.